Herr Bontrup, Sie haben ein Vorwort zu dem viel diskutierten Buch Manifest Ökonomist à Théorie verfasst, das auf Deutsch frei übersetzt Manifest der empörten Ökonomen genannt wurde. Können Sie uns erklären, worum es in diesem Buch geht? Ja, es geht darum, dass das Neoliberale, also das, was man allgemein als neoliberal bezeichnet, nämlich die Welt privatisieren zu wollen, umverteilen zu wollen, von den Arbeits- zu den Besitzeinkommen, den Staat quasi aus dem Wirtschaftskreislauf zu entfernen, den Sozialstaat zurückzubauen, dass das hier kritisiert wird. Was würden Sie sagen, ist eine Ursache dieser neoliberalen Umwendung des Staates? Ist das die Wirtschaft, die so stark war, oder sind das die Politiker, die auf einmal anders dachten? Na, ich glaube, es ist schon beides. Es setzte ja so Mitte der 70er Jahre ein. Da war insgesamt die Profitrate unter Druck gekommen, auch sicherlich unter Sozialstaatsbedingungen. Das Verhältnis von Arbeitsproduktivitäten und Kapitalintensitäten wurde ein schlechtes. Dadurch geriet die Profitrate, die ja nun mal alles entscheidend im Kapitalismus ist, geriet unter Druck. Und dann bleibt nur noch die Verteilung. Also wie verteile ich dann die Wertschöpfung zwischen Profitquote und eben Lohnquote, und da musste dann die Lohnquote eben nach unten gedrückt werden, um weiter die Profitrate zu stabilisieren. So, und da hat Politik mitgespielt, und dadurch ist es dann sukzessive, wie wir es ja heute nennen, zum Neoliberalismus gekommen, obwohl das eigentlich ein falscher Begriff ist. Der Neoliberalismus setzt ja bereits ein, in Deutschland auch mit der Spielart der Ordoliberalen, der Freiburger Schule, als Antwort auf den Liberalismus des 19. Jahrhunderts. Und man müsste es eigentlich sauber wissenschaftlich Neoliberalismus nennen. Aber sei es drum, darum ging es. Und letztlich hat sich das dann immer mehr weltweit auch verfestigt. Ich will hier auch nochmal erinnern an den Konsens von Washington, der ja auch als die 10 Gebote der Neoliberalen bezeichnet wird. Wenn man das mal da zusammenfasst, dann reduziert sich das im Grunde genommen auch darauf, möglichst alles zu privatisieren, das Öffentliche, auch die öffentlichen Güter damit zurückzudrängen, das Private zu betonen und letztlich auch umzuverteilen von den, eben von den Arbeit zu den Besitzeinkommen, wobei bei diesen Besitzeinkommen ja die drei Einkommensarten sind eben Zinsen, Zinseinkünfte, Miet- und Pachteinkünfte und eben Gewinneinkünfte.